Dennis Novak hat das österreichisch-deutsche Duell mit Johannes Hertheis verloren. Novak unterlag dem Linkshänder beim ATP Challenger Turnier in Ismanen mit 6:0, 6:7, 5 und 5:7. Vergangene Woche hatte Dennis Novak noch in Odyssey aufgeschlagen, war dort erst im Halbfinale an Pierre Hugues Herbert gescheitert. In Ismaning nun zeigte sich der 25-jährige Niederösterreicher von Beginn an voll konzentriert, benötigte nur knapp mehr als 20 Minuten, um Durchgang 1 mit 6:0 zu gewinnen. Im zweiten Satz hielt Herr Theis, der in der Regel Future-Turniere spielt und zuletzt in Falun das Halbfinale erreicht hatte, besser mit, vor allem als Aufschläger. Und im Tiebreak erlaubte sich Novak zu viele Fehler, ließ dies auch seinen Schläger büßen. Herr Theis führte mit 5:2 und 6:3, Novak hielt sich zunächst im Satz, nach 65 Minuten konnte der Österreicher aber einen Aufschlag seines Gegners nicht mehr ins Feld zurückspielen. Herr Theis schafft das Break im dritten Satz, die Entscheidung fiel im 11. Spiel des dritten Satzes. Novak hatte bis dahin keine Probleme als Aufschläger, ließ auch Break Chancen aus. Herr Theis machte es besser, holte sich das Service seines Gegners und sicherte sich nach 1:46 den Aufstieg in die zweite Runde. Im Achtelfinale trifft Johannes Herr Theis auf den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein. Letzterer hatte den Österreicher Alexander Erler in 2 Sätzen besiegt. Das Spielerfeld in Ismaning wird angeführt von Lorenzo Sonego vor Ugo Humbert und Marco Trunkelliti. Hier das Einzeltableau in Ismaning. Werbung.